Als ich vor 2 Wochen das Video zum Thema Verteidige deine Zeit gemacht habe und auch Führungskräfte als Beispiele mit reingenommen habe, war ich danach doch ganz schön erstaunt, was es da für Kommentare gab. Zum Beispiel dieser hier von verlorene Lebenszeit. Moment. Zeit verteidigen in Führungspositionen. Sind es nicht eher die zu schlecht bezahlten, ich denke mal Angestellten, deren Lebenszeit verstreicht, ohne dafür ausreichend entlohnt zu werden? Ich denke da zum Beispiel an Krankenkassenvorstände, die Millionen damit verdienen, dass andere zur Zahlung von Beiträgen gezwungen werden, damit die Wohlstandsbäuche der oberen Rand voll sind. Oder der Kommentar hier von Dr. Trask. Ach ja, die armen, armen, armen Führungskräfte. Die beuten ihre Angestellten aus, bis sie zusammenbrechen. Denen sollte man helfen. Denen fehlt Lebenszeit und Co. Ein Kommentar, der übrigens auch einige Likes bekommen hat. Und wehe, da wird eine andere Sichtweise auch nur angedeutet. Dann ging es nämlich gleich richtig zur Sache mit dieser Antwort von ihm. Und ob ich Bescheid weiß und ob ich das tue, gehörst du auch zu den Ausbeutern, die wegen ihres Narzissmus an die Decke gehen, wenn man ihnen die Wahrheit ungeschönt um die Ohren haut? Sieht ja ganz danach aus. So, ich glaube, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für etliche Führungskräfte, die ich in meinem beruflichen Kontext schon kennengelernt habe. Und das waren, ganz ehrlich, bis jetzt ganz schön viele. Ja, und mit ziemlicher Sicherheit auch mehr als andere oder einige von euch vielleicht kennenlernen, die lebenlang denselben Job machen und immer so die 5 selben Nasen haben. Und ich weiß auch, dass ich mich jetzt mit ziemlicher Sicherheit bei einigen unbeliebt mache. Aber das geht für mich nicht. Ich kann diese Schwarz-Weiß-Malerei, kann ich nicht leiden. Ich weiß, die ist sehr praktisch, keine Frage, die ist praktisch. Aber sie wird der Welt schlichtweg nicht gerecht. Und sie wird auch den Führungskräften nicht gerecht. Und deshalb möchte ich eine Lanze für sie brechen. Denn viele Führungskräfte, zumindest die, die mir begegnen, die versuchen wirklich einen guten Job zu machen. Und das in einer Sandwich-Position. Das darf man mal auch nicht vergessen. Sie müssen auf der einen Seite den Anforderungen des Unternehmens gerecht werden, also ne, von oben, und sie müssen sich auf der anderen Seite mit den Ansprüchen ihrer Mitarbeiter, also von unten sozusagen, auseinandersetzen. Und die wissen immer alles besser. Na, das ist vergleichbar mit all den Fußballtrainern, die samstags oder sonntags auf dem Sofa sitzen und die immer ganz genau wissen, wie Jogi Löw oder weiß der Geier, wer sonst die Mannschaft zum Sieg führen könnte. So. Was sie dabei natürlich immer schuldig bleiben, ist der Beweis, ob sie das tatsächlich auch besser könnten. Ja? Ich finde, es ist ziemlich einfach, aus einer singulären, unzufriedenen Perspektive auf jemand anderen zu schießen, der vielen Interessen gerecht werden muss. Das ist genau wie in der Politik, ist nichts anderes. Und in meiner Erfahrung oder nach meiner Erfahrung sprechen die allerwenigsten Mitarbeiter ihre Führungskräfte aktiv darauf an, wenn sie mit etwas unzufrieden sind, sondern sie reden mit allen anderen. Wenn Sie sehr engagierte Mitarbeiter sind oder sogar sehr unzufrieden, dann gehen Sie vielleicht noch zum Betriebsrat und klagen dann dort Ihr Leid. Und wenn Sie damit fertig sind, welchen Satz hören Betriebsräte am allermeisten? Es ist der Satz, aber halt meinen Namen daraus. Ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Und das ist ein Satz, mit dem Sie die Betriebsräte quasi kastrieren, weil die können dann letztlich auch nichts machen, wenn sie nur anonyme Quellen haben. Na? Aber das machen die Mitarbeiter. Sie geben die Selbstverantwortung ab. Und ganz ehrlich, es gibt wenige Länder, in denen es ein so starkes Arbeitsschutz- oder Arbeiterschutzgesetz gibt wie in Deutschland. Und trotzdem übernehmen die meisten Mitarbeiter oder viele, ich weiß es nicht, aber zumindest die, die ich so kennenlerne in dem Kontext, übernehmen keine Verantwortung für sich selbst und für ihr Wohlergehen, sondern sie schieben es ab. Sie schieben es ab auf den Betriebsrat, auf den Personalrat oder sonst wen.
bloß nicht für sich selber einstehen. Ne? Das, wenn man das täte, kommt dann als Argument, dann würde man ja unter Repressalien leiden. Dann hätte der Chef einen ja auf dem Kieker. Und das ist ganz ehrlich gesagt ganz oft schlichtweg Unsinn. Stattdessen ist es eine Schutzbehauptung. Eine Behauptung aus Angst heraus, weil man sich nicht traut, weil man keinen Arsch in der Hose hat, weil wir das irgendwie auch verlernt haben, für uns einzustehen. Und was macht man stattdessen lieber? Man kultiviert seine Ängste. Und man überprüft sie nicht. Und das ist das Fatale. Es ist ja okay, da Sorge zu haben. Aber diese Ängste oder Sorgen, Befürchtungen werden nicht an der Realität auf ihre Berechtigung hin überprüft. Ich sage immer so, wie wird aus einer Behauptung eine Tatsache? Durch Beweis, nicht durch Annahme, nicht durch Behauptung und schon gar nicht durch Gefühl. Und auch nicht durch irgendwelche Geschichten, was irgendjemand anders angeblich irgendwie, irgendwann, irgendwo mal erlebt hat, sondern durch persönlich erlebten Beweis. So, jetzt gucken wir uns die andere Seite der Medaille an. Natürlich gibt es inkompetente Führungskräfte. Keine Frage. Und es gibt auch sehr fragliche Charaktere in der Wirtschaftswelt mit zu viel Macht. Es gibt Führungskräfte, die verstehen absolut gar nichts von Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation. Die wissen nicht mal, wie man Wertschätzung buchstabiert. Getreu dem Motto, nicht gerügt ist ja gelobt genug. Ja, die gibt es. Aber auch hier gilt, es ist keine Rechtfertigung, alle über einen Kamm zu scheren. In keine Richtung. Und ich meine, da könnte man auch hingehen und sagen, ja, also alle Mitarbeiter sind faule Drückeberger. Wäre das die Wahrheit? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Führung ist kein einfacher Job. Man sitzt oft zwischen den Stühlen. Man muss für alle möglichen Ansprüche den Kopf hinhalten, ist eingebunden in einen Funktionszusammenhang oder sogar mehrere. Und obwohl, ich sag mal, das Angebot sogar groß ist, sind die Fortbildungen für Führungskräfte tatsächlich nicht immer so leicht zu ergattern. Das ist das eine. Und es liegt übrigens auch daran, dass sich neue Führungskräfte oft nicht trauen, zuzugeben, dass sie vielleicht Unterstützung gebrauchen könnten. Dass es erst heißt, mach erst mal machen. Ne, so. Dann ist ja auch so, wer neu in einer Führungsposition ist, der möchte sich gerade diese vermeintliche Blöße vielleicht auch nicht geben. Nicht sehr clever, aber nachvollziehbar. Und dann machen sie halt so, wie sie meinen. Ja, und das ist halt mal gut und es ist halt mal nicht so gut. So wie jeder Mitarbeiter seinen Job mal gut macht und mal nicht so gut. Und meistens oder oft vielleicht nur nach, weiß ich nicht, Schema F, keine Ahnung. Und dann kommt das Argument immer, was dann immer kommt, ist, ja, die kriegen ja schließlich mehr Geld. Ja, stimmt. Aber die kriegen auch nicht so viel mehr Geld. Und die allerwenigsten sind irgendwelche High-Class-Bosse mit Millionengehältern, wie es hier verlorene Lebenszeit halt unterstellt hat. Ja, das ist so wieder diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ja, die Durchschnittsführungskraft, die bekommt mehr Gehalt, weil sie mehr Verantwortung trägt, weil sich ihre Aufgaben erweitern, weil sie für viel mehr Dinge den Kopf hinhalten muss und weil sie auch tatsächlich oft mehr arbeitet. Das ist fair, nichts anderes. Inkompetenz gibt es auf allen Ebenen. Fähige Menschen aber eben auch. Und ich finde, es schadet nicht, sich das zwischendurch mal bewusst zu machen und aus meiner Sicht auch vorzugsweise, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Selbstverantwortung ist auch hier wieder eine echt feine Sache. So, mich haben diese Kommentare dazu angeregt, dass ich mehr Videos machen werde in Zukunft über das Thema Führung, weil ich das ein wichtiges Thema finde, weil es eben was ist, was mich im Daily Job begleitet. Und ich fände es echt schöner, wenn wir da ein bisschen differenzierter drauf gucken. Ich weiß, wenn man sich ärgert, ist es easy. Ich erkenne diesen Impuls durchaus von mir auch, Schwarz-Weiß-Malerei. Aber bevor man es in die Tasten hackt, vielleicht erst noch mal ein bisschen nachdenken und gucken, ob man da wirklich der Welt so mit gerecht wird. Und ich glaube, wie gesagt, meine Erfahrung ist mit den meisten Führungskräften, die wollen einen guten Job machen. Die versuchen das. Und es ist nicht fair,
sie dann alles über einen Kamm zu scheren. So. So viel für heute. Zu diesem Thema. Kommen wir noch zu was Erfreulichem. Die Abstimmung läuft nach wie vor für die beiden Workshops, die ich anbieten möchte im kommenden Jahr. Auf Facebook, auf meiner Seite Better Call Casey, bei Facebook läuft sie und ich verlinke euch das auch unten nochmal in der Infobox. Und nach wie vor gilt, bitte nur der Stimme ab, der ernsthaftes Interesse hat, an einem Workshop nächstes Jahr teilzunehmen. Und das bedeutet auch, weil auch das kam schon als Kommentar, ob die etwa was kosten. Ja, natürlich kosten Workshops Geld. Von irgendwas muss man tatsächlich für seine Leistung dann auch mal Geld nehmen und dann davon leben dürfen. Also es ist nach wie vor relativ eng zwischen den beiden Ideen, die ich hatte. Das eine war ja Projekt Resilienz, entdecke deine innere Stärke. Das andere war Projekt Zukunft, finde deinen Weg vom ich würde ja gern hin zu ich werde. Und ich weiß noch nicht, wenn das so weitergeht, schwankt mir, dass ich vielleicht sogar beides anbiete. Das müssen wir mal gucken. Weil das ist halt auch einfach viel, viel Orga. Und, aber noch 2 Wochen läuft die Abstimmung und danach gehe ich ins Kämmerlein und telefoniere mal mit ein paar Tagungshäusern, Anbietern, was das Ganze eigentlich so kosten würde und dergleichen. Und dann werde ich, denke, Mitte November ist vielleicht knapp, ich denke mal eher Ende November, Anfang Dezember, habe ich dann hoffentlich genaue Orte, Termine, Kosten und all das. So, das war's für heute. Euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut! Hey, schön, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über deine Kommentare, deine Gedanken zum Inhalt des Videos und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du mehr zu mir wissen möchtest und meiner Arbeit als Berater und Coach, dann sei hier eingeladen auf meine Website auf bettercallcasey.de. Da findest du alle Informationen zu mir und zu meinem Angebot. Und wenn du magst, kannst du dich da auch in den Newsletter eintragen. Dann bist du automatisch im Verteiler für den Podcast, der jede Woche, manchmal alle 2 Wochen, je nachdem wie ich es hinbekomme, erscheint. Und in dem ich noch auf Kommentare eingehe oder auf Fragen, die mir gestellt werden. Und manchmal kommentiere ich auch einfach das, was aktuell in der Welt gerade so los ist. Also feel free, sei herzlich eingeladen und für heute wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.